So, und damit herzlich willkommen zurück auf einer neuen Folge, meine lieben Damen und Herren. Ich habe zwischendrin jetzt mal, zwischen gestern und heute, wie gestern angekündigt, habe ich eine kleine Tour gemacht durch das Verkaufsmenü und bla bla bla. So viel ist nicht zusammengekommen und ich habe zwar über 500 von jedem, allerdings würde ich gerne auf 25.000 sparen, um die Mörser noch einmal zum letzten Mal zu den Elite-Mörsern zu machen. Denn die sind natürlich sehr wichtig und wir bekommen dann auch gleich volle Mörsergeschosse dazu. Da hätte ich schon große Lust zu. Und wir begeben uns jetzt mal gleich zur Frachthandelsfregatte. Und vielleicht kriegt man da sogar die Kohle zusammen. Also uns fehlen, glaube ich, noch 10.000 jetzt. So, dann hören wir gleich mal den Strand damit. Wenn wir einmal hier sind. Wir nähern uns den Felsen, Sir. Keine Angst. Wiederholen und aufgreifen. Hauptsegel rein. Raffen die Hauptsegel. Alle Segel raffen. Alle Segel werden, Männer. So, runter mit dir, los. Ah, so. Häppen in der Salzlage. Gib mir einmal Salzlage. Was stellen jetzt Dinger hier von diesem Klippen. Ich frage mich dann immer, ich weiß, die Piraten verstecken ihre Schätze. Nee, doch von der Seite. Moment. Aber glauben die etwa, dass hier das hier gefunden nicht gefunden wird? Oder warum verstecken die das so offensichtlich auf so einer. Ich meine, gut, das ist ein guter Platz, so eine kleine Bucht hier. Aber die müssen doch davon ausgehen, dass das jemand findet irgendwann mal. Moment. So. Ah, das Schiff da hinten. Aber es ist auch krass eigentlich, wenn man so überlegt. Der Hornigold hat ja unser Schiff erkannt, ne? Also wenn man der Name des Schiffes, wenn ich aber den Namen des Schiffs gelesen hat, der steht da hinten dran. Aber ansonsten muss der auch erstmal so ein Auge haben dafür, die Schiffe voneinander zu unterscheiden zu können. Ich habe unser nächstes Ziel. Bitte sag mir, dass wir leider nicht. Ich habe unser nächstes Ziel. Und es hat sehr viel. Ich hoffe, wir werden nicht dran sterben. Ja, ich bin nicht dabei. Also die Jungs, versenken wir uns. Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Ah, die Chip klappt nicht. Feuer! Ich bin voll an der Klippe, ich kann mich nicht... Feuer! Feuer! Laden noch nach! Feuer! Jetzt rocken! Das ist unglaublich! Halt an! Feuer! Okay. Feuer! Wenn sie von hinten kämpfen, dann werden sie hinten dran. Präsentieren sich uns! Lass sie dafür bezahlen! Hebt den Befehl! Feuer! Ich verkaufe hier und sie Feuer! Ich schieße mit Schauser! Ja! Da sind sie an den Fitnessregeln, fangt etwas mit ein! Aufgeil! Ich habe keine der feindlichen Schiffe rings rum, hat uns gesehen dabei. Alle Segel einholen! Wunderbar! Die Mörser treffen uns noch. Oh, die Mörser treffen uns noch. Das Schiff leidet! Zu viel Schaden! Geht in die Hölle, Jörg! Kein Problem, wir tun uns doch gleich aufrüsten. What the fuck? Zerstören, 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 zerstören. Was soll ich denn da alles zerstören? Pulverreserven, gegnerische Kundschaft töten, okay. An die Pulverreserven komme ich so nicht, gell? Wir stehen zu hoch. Ich komme da an gar nichts dran. Das Schiff ist so hoch, da komme ich gar nicht hin. Oder ich. Halte mein Deck sauber! Verstanden! Los, komm hier, stepp da rein. Komm schon!
So, okay, den haben wir einige besiegt. So, weiter geht's. Hallo. Ja, tu mich halt an. Stirb einfach. So, Kundschaft dafür müssen wir noch. Ich kenne jetzt keine. So, hoch und uns, zwei Reserven haben wir gekillt. Nochmal schnell laden. Nächste Kundschafter killen. What the fuck, meine Mannschaft. So, ich dachte gerade. Ich dachte gerade, meine Mannschaft ist schon tot. Komplett. So, runter. Runter. Tschüss. 15 Mann. Auf der Totenliste. Was, hätte ich nicht getroffen? Ja, aufpassen, dass ich nicht wieder sterbe hier. Drei Mann noch. Zwei Mann noch. Ein Mann noch. Jawohl, wunderschön. Okay, und da haben wir jetzt ein... Was war das? Level. Oh, das ist mir Handy runtergefallen. Ein Level... Level 36er Schiff. 1000 Real, 60 Ruhe. Mörser haben wir auch wieder endlich. Injektor reparieren müssen wir leider, gezwungenermaßen. Sonst hätte ich es in meine Flotte aufgenommen, das Schmuckstück. Ah, da machen sich vielleicht die Piratenjäger die größeren besser. Mit dieser Beute können wir das Schiff aufrüsten, Kram und Marssegel fest. Ja, ja, das hast du vollkommen recht, aber ich würde gerne eine andere Aufrüstung machen als die da vorne. Holzstoff, Rum, 1000 Real, Level 36 Kriegsschiff. Das liegen hier überall die Dinger. Ich könnte mir jetzt natürlich noch ein paar holen, aber wir wollen es auch nicht übertreiben. Vor allem unser Glück nicht zu sehr herausfordern. Wir haben nämlich nur noch zwei Sterne von, zwei Balken von dreien. Ach, wie kriegen die sich? Moment, das kann ich natürlich nicht ausschlagen. Oder was? Alter. Ne, also mit dem kann ich nicht mithalten. Das ist Level 39, 49. Dann verziehe ich mich wieder mal scheinheilig. Das ist Level 25. Ramm mich ja nicht, ich sag's dir. Und dann gehen wir mal zu dem Realverkäufer da. Der hat gute Tauschkurse, der bietet 1000 Real oder 2000 Real für nichts. Die haben gerade Sonderwochen. Ja, da ist das übrigens. Zivilisten gibt's auch? Falcon Blanco. Habe ich noch nie gesehen, Zivilisten. Okay. Das ist süß. Kann man vielleicht mit denen irgendwie das machen? Also nicht töten, ich will den jetzt nicht umbringen, keine Angst. Wir gucken, ob man vielleicht mit denen reden kann oder so. Oh. Okay, Level 8 Schoner. Ja, ja. Oh, 3000 Real. Mit einer von zwei süßen Schonern. Steuerbord, Captain. Konvoi. Eine Flotte voller Beute. Feuer! Ja, habe ich aber auch das Gefühl. Feuer! Rein zu Feuer, da, Captain. Eine Salve genau da rein. Natürlich da rein. Ein Zeichen und die Ankerhaken fliegen, Sir. Ja. Wir werden Feuer! Da ist die Unschwachstelle! Auf, 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 auf,
Und wir haben ein 3000 Handelsschiff, das geht ziemlich schnell, das ist 29 bei uns. Und Mörser machen halt ganz schön Schaden. Was wir zerstören, wir müssen zwei Pulverreserven zerstören. Na. Jawohl, da habe ich einen erwischt. Mist, da habe ich keinen erwischt. Wo ist der andere? Jawoll! Und da haben wir den noch erwischt. Wunderbärchen! Alles ist mein Deck sauber! Verstanden! Energie am Entern! Oh, stell doch mal. Wow, wie kommen jetzt hier? Ich kann aber euch nicht hier mit einkämpfen. Hallo, würde mal einer von euch rein sterben? Ja, endlich. Und drauf. Na, so geht das. Und der auch noch. What? Wer kommt, wo kommst du denn nicht wieder her? Was ist denn? Hallo? Kommst du denn heute nochmal? Und der letzte. Hui! 3000 Real, mal ganz schnell in 3-4 Minuten gemacht. Wie gefällt mir das? Und dann sind wir in der nächsten Folge sogar schon bei der Mission. Ich meine, ich habe jetzt zwei Folgen auf See verbracht. Wir haben einen wunderschönen Ablauf. Zwei Folgen in der Stadt, eine Folge Mission, zwei Folgen auf See, eine Folge Mission. So möchte ich den Ablauf sehen hier. Jackdaw Reparieren. Und wir haben nicht mehr so viele rote Zeichen. Sollte man vielleicht doch darauf achten, dass man die vielleicht nicht zu stark auswarten lässt, die roten. Aus dem Grunde, dass weil wenn man gegen große Schiffe kämpft, dann ungern noch solche Typen gebrauchen kann. So, da haben wir noch ein bisschen was geklaut. Alle Segel, die wir haben. Och, und da drüben steht auch noch einer. Ja, wir lohnen aber nicht so. Verschwendung. Feuer! So, wir können das gerade erhöhen. Wir haben die. Bereit zu feiern, Sir! Dann hole ich mal ganz kurz hier die fette Beute noch. Ein Mann für die Crew, weil die Crew ein bisschen beschädigt ist. Alle Segel setzen, Jungs. Kann aber nicht in den Geschwindigkeiten. Dubstep, Dubstep. Okay. Theoretisch sollten wir. Ach, sieh mal, wer mich da verfolgt. Mars und Topsegelberg! Feed Männer, Großsegelbergen! Komm her, Baby. Wir bleiben einfach mal hier stehen und warten auf ihn. Ab 500 Meter, ne, ab wie viel Meter erreichen wir ihn denn? Wie das ausgeht, erfahren wir in der nächsten Folge, meine Damen und Herren, und bis dahin, adios.